Es wird oft gesagt, dass König Ottokars Zepter Hergés politischstes Werk ist. Und daran ist sicherlich einiges wahr. Doch es ist auch nicht allzu überraschend. Diese Geschichte ist in einer Zeit mächtiger Umwälzungen entstanden und in jenen Monaten schien alles von Politik überschattet zu sein. Und für sehr lange Zeit sollte dies hier auch die letzte Tim und Struppi-Geschichte werden, die einen so tiefen zeitgeistigen und historischen Kontext hat. So ist es außerordentlich spannend, die Entstehung dieses Bandes anhand entsprechender Daten und Fakten festzumachen. Am 10. März 1938, die deutschen Nazis zwingen den österreichischen Kanzler Schuschnigg zum Rücktritt. Nur 5 Tage später wird der Anschluss Österreichs an das Reich proklamiert. L'Anschluss, les rêves d'hégémonie de l'Allemagne hitlérienne se réalisent. Comme une bombe, la nouvelle éclate. L'Anschluss, le drame se déroule en quelques heures. Hitler exige tout d'abord l'annulation du plébiscite autrichien. Hitler exige ensuite le départ de M. Schuschnigg, qui à la radio annonce « Je cède à la force ». Hitler exige la nomination comme chancelier de Seyss-Inquart, qui fait appel aux forces allemandes et proclame le rattachement de l'Autriche au Reich. 4. August 1938, erste Folge von Tintin in Soldavien, wie die Geschichte damals noch heißt, erscheint im Le Petit Vingtième. Und dies ist eigentlich ein Jahr zum Feiern, denn Le Petit Vingtième wird nun 10 Jahre alt. Im Magazin selbst blieb das natürlich nicht unerwähnt, doch falls in der Redaktion gefeiert wurde, dann möglicherweise etwas verhalten, denn die allgemeine Stimmung war vermutlich etwas gedrückt. 29. auf den 30. September 1938. Das Münchner Abkommen, bei dem Neville Chamberlain und Edouard Daladier leichtfertig der Zerschlagung der Tschechoslowakei zugestimmt haben, um Frieden in Europa zu bewahren. This morning I had another talk with the German Chancellor, Herr Hitler. And here is the paper which bears his name upon it as well as mine. 1. Oktober 1938, der Einmarsch der Wehrmacht in der Tschechoslowakei beginnt. Am 15. März 1939 verletzen die Deutschen das Münchner Abkommen und marschieren im Herzen der Tschechoslowakei in Prag ein. 10. August 1939, die letzten 2 Seiten von Tintin in Soldavien erscheinen im Le Petit Vingtième. Am 1. September 1939, nur wenige Wochen nach der letzten Ausgabe von Tintin in Soldavien, übertreten die Wehrmachts- und SS-Truppen die Grenze zu Polen. Der Zweite Weltkrieg beginnt. König Ottokars Zepter entstand somit zeitgleich mit unglaublichen Vorkommnissen, die Europa wieder einmal in ihren Grundfesten erschütterten. Spätestens ab März 1939 wussten alle umliegenden Länder, dass sie die Nächsten sein könnten. In Belgien bemühte man sich aber auch um Normalität. Das Leben und der Alltag mussten weitergehen. Nun arbeiten jene Tim und Struppi-Geschichten, die einen starken politischen Unterton haben, und davon gibt es nur eine Handvoll, zumeist mit diversen Verschlüsselungen. Im Arumbaya-Fetisch sind die Chiffren noch sehr einfach. San Theodoros steht für Bolivien, Nuevo Rico steht für Paraguay, der Waffenhändler Basil Basarow steht für den echten Waffenhändler Basil Sacharow. Im König Ottokars Zepter ist die Verschlüsselung deutlich komplizierter und über die entsprechenden Bezüge zu echten Personen, Staaten und Ereignissen wird bis heute eifrig diskutiert. Das zentrale Thema ist natürlich die hegemoniale Kraftmeierei, die ein Land über einem anderen Land ausübt.
Der klare Verweis ist hierbei die Annexion Österreichs, die nur 4 Monate zuvor stattgefunden hatte. Und obwohl gerade das ländliche Soldawien visuell nicht unbedingt Österreich nachempfunden ist, erinnern doch sehr viele Aspekte der porträtierten Aristokratie an die Habsburger und grundsätzlich an eine höfische Atmosphäre in Wien. Michael Farr schreibt über diesen Band: Hergé selbst sagte, dass die Geschichte von König Ottokars Zepter von einem fehlgeschlagenen Anschluss handelt, bei dem man selbstverständlich an die Machtübernahme der Nazis in Österreich dachte. Obwohl sie also vor dem Hintergrund der tschechoslowakischen Krise und den so hektischen wie wirkungslosen diplomatischen Bemühungen, sie zu bewältigen, konzipiert und ausgeführt wurde, fallen auch andere Parallelen ins Auge. Die beiden Antipoden Soldawien und Bordurien stellen ein Kaleidoskop dar, das Hergé aus den unterschiedlichsten Ideen zusammenstellte. Das wird gerade bei Soldawien deutlich, das der Schauplatz unserer Geschichte ist. Über Bordurien erfahren wir nicht so viel. Später wird Hergé das nachholen und Tim auch das etwas bedrückende Bordurien bereisen lassen. Das Königreich Soldawien weist somit unterschiedliche Quellen und Inspirationen auf. Zum einen stand hier Polen und die polnische Sprache Pate. So haben Städte wie Klow oder Kropow eine Off-Endung polnischen Städten nicht unähnlich. Michael Farr spekuliert auch, ob der soldawische König Muskar II. Nicht von dem historischen Herrscher Mieszko II. Inspiriert ist, insbesondere da man auch in der Biografie Parallelen benennen könnte. Für die Seiten 19 bis 21 hatte sich Hergé etwas Besonderes einfallen lassen. Er präsentiert hier eine Art touristische Broschüre, die über die soldawische Geschichte informiert. Tintin liest dieses Prospekt im Flugzeug und wir können ihm sozusagen über die Schulter blicken. Hergé ist damit einen großen Schritt in Richtung Worldbuilding getreten und das einige Jahre vor Tolkien. Der Inhalt der Broschüre zeigt starke Anleihen bei der tschechischen respektive der böhmischen Geschichte. Von dort stammt auch der Name des soldawischen Reformkönigs Ottokar IV., der im 14. Jahrhundert auf den Thron stieg. Und um sein Zepter dreht sich diese Geschichte. Doch man kann in Soldawien auch balkanische Elemente erkennen. Die Zeichnungen der Kleinstädte muten wie Albanien, Bulgarien oder auch Rumänien an. Die Kleidungen der Leute gleichen mehr einer Tracht. Und den Borduren haftet durchaus etwas Ungarisches an. Gerade in Klow kann man Moscheen mit Minaretten sehen, ähnlich wie man es in Bosnien, Albanien oder auch im Kosovo erwarten kann. Übrigens ist die Herkunft der beiden Ländernamen Soldawien und Bordurien fast ein wenig rätselhaft. Wir wissen heute, dass beide Ausdrücke nicht von Hergé stammen. 1937, also ein Jahr früher, erschien im British Journal of Psychology ein Artikel, in dem der Verfasser, um eine hypothetische Situation zu beschreiben, von 2 fiktiven Beispielländern namens Soldawien und Bordurien spricht. Hierbei ist Bordurien der Aggressor, während Soldawien das annektierte Land ist. Das ist höchst erstaunlich, denn auf Anhieb offenbart sich nicht, wie damals eine britische Psychologiezeitschrift in die Hände eines belgischen Comic-Künstlers kam. Es macht auf jeden Fall deutlich, wie sehr Hergé sich in alle Richtungen orientierte, wenn es ihm darum ging, neue Ideen aufzuschnappen. Doch da ist noch eine andere Option, die zu bedenken es gibt. Es ist bekannt, dass Hergés Mutter Elisabeth sich seit den späten 30ern zunehmend erratisch verhielt und in den späten 40ern schließlich in eine psychiatrische Anstalt eingeliefert wurde. Das ist insofern bedeutsam oder interessant, als dass Psychiatrie, aber auch Wahnsinn und Wahn in Tim und Struppi außerordentlich präsent sind. In die Schwarze Insel unterhält der schurkische Dr. Müller eine prosperierende Psychiatrie und gibt dort auch zu, dass dort manchmal auch gänzlich gesunde Menschen eingeliefert werden. In die Zigarren des Pharaos kommt ebenfalls ein indisches Irrenhaus vor, in das Tintin kurzweilig eingeliefert wird. Und in der Blaue Lotus spielt ein Nervengift eine Rolle, das die Menschen wahnsinnig macht. Übrigens ging in König Ottokars Zepter in der deutschen Übersetzung leider die größte politische Anspielung dieser Schlüsselgeschichte gänzlich verloren. Und das ist eine tragische Fehlentscheidung der Übersetzer. Der bordurische Aufwiegler, der den Verlust des Zepters für die Annexion Soldawiens instrumentalisieren möchte, heißt im Original Müstler, was eine nicht allzu tief versteckte Anspielung auf die Namen Mussolini und Hitler ist. Im Deutschen ersetzte man es aber mit dem bedeutungsleeren Namen Rawczyk, was ziemlich schade ist. Ähnlich wie bereits in Die Schwarze Insel
ist es auch hier der Zufall, der Tim ins Abenteuer führt. Auf einer Parkbank findet er eine Mappe, die dort jemand offensichtlich vergessen hatte. Eine Untersuchung des Gegenstands offenbart, dass diese Akte einem Professor Janus gehört. Im französischen Original lautet der Name Professeur Alambic. Der Professor ist ein Spezialist für historische Siegel, eine Disziplin, die man auch als Phragistik bezeichnet. Tim sucht den Forscher zu Hause auf, um ihm seine Mappe wiederzugeben. Im Gespräch erfährt er, dass Janus eine Reise in das osteuropäische Land Syldavien plant, um dort ein Königssiegel zu untersuchen. Für Tim ist die Sache damit eigentlich erledigt, doch beim Verlassen des Mietshauses, in dem Janus wohnt, stellt Tim fest, dass der Professor beschattet wird. Er findet das höchst verdächtig und beginnt, seine eigenen Nachforschungen anzustellen. Doch hierbei gerät er selbst ins Visier des unbekannten Netzwerks und erhält sogar Drohungen, bis man ihm schließlich eine Paketbombe schickt. Doch falls man eine Sache über Tim wissen sollte, dann, dass man ihm nicht drohen darf. Nun hängt sich Dantin erst recht in den Fall rein. Er kontaktiert Professor Janus und schlägt ihm vor, als sein Assistent mit nach Syldavien zu kommen. Doch schon bald häufen sich die Rätsel. Allem voran erscheint ihm Professor Janus wie verändert. Tim vermutet für eine Weile sogar, dass der Mann, mit dem er nun nach Syldavien fliegt, in Wirklichkeit ein Hochstapler oder ein Doppelgänger ist. Ein Verdacht, den er aber nicht erhärten kann. Der Pilot des Flugzeugs, das die beiden von Prag nach Klov, der Hauptstadt Syldaviens, bringen sollte, versucht Tim umzubringen, indem er ihn samt dem ganzen Sitz durch eine Falltüre aus dem Flugzeug fallen lässt. Der Sitz hat zum Glück einen standardmäßigen Fallschirm dabei, den Tim allerdings nicht rechtzeitig umschnallen kann. So muss er ihn öffnen, während er sich an ihm festhält, was seinen Sturz immerhin entscheidend abbremst. So erfindet Tim kurzerhand das Basejumping und überlebt mit knapper Not und mit Hilfe eines Heuhaufens. Tim begreift langsam, dass ein groß angelegtes Komplott gegen Muscar XII., den aktuellen König Syldaviens, im Gange ist. Konspirateure versuchen, sein Zepter zu stehlen, weil er ohne diese Insignie, gemäß den Gesetzen des Landes, als König abtreten müsste. Tim bespricht sich mit dem Polizeichef des Ortes, in dem es ihn verschlagen hat, und macht sich anschließend in einer Kutsche auf nach Klov. Doch schon bald sind ihm Schergen auf der Spur. Tim hat jedoch Glück und stößt auf der Straße nach Klov auf die luxuriöse Limousine einer italienischen Starsängerin, die sich ebenfalls unterwegs in die syldawische Hauptstadt befindet, um dort ein Konzert zu geben. Ja, dies ist der erste Auftritt einer neuen Gestalt des Tim und Struppi-Universums, einer Gestalt, die noch öfter zu sehen sein würde, die pompöse Diva Bianca Castafiore. Der Gedanke, dass Hergé keine Oper mochte, mag an dieser Stelle aufkommen. Bald schon gerät Tim in die Hände von syldawischen Polizisten, die aber scheinbar Teil jener Konspiration sind, die er aufdecken versucht. Man kündigt ihm an, ihn in ein Gefängnis in Klov zu bringen, doch schon bald wird deutlich, dass dies nie geplant war. Die Offiziere setzen darauf, dass Tim zu fliehen versucht, damit sie ihn dann bei diesem inszenierten Fluchtversuch erschießen können. Ich will gar nicht so viel von der äußerst kurzweiligen Handlung verraten. König Ottokars Zepter mag seine politische Dimension haben, doch die Handlung ist zugleich sehr straff und äußerst spannend. Um das gestohlene Zepter entsteht bald ein rasantes Katze-und-Maus-Spiel, bei dem mal Tintin und mal die Borduren die Oberhand haben. Am Ende führt uns die Handlung inmitten des königlichen Thronsaals, in einer Szene, die wie Dr. Zhivago anmutet. Hier offenbart Hergé viel von seiner royalistischen Sentimentalität. Er ist eben Belgier und wie die Briten lässt er auf die Königsfamilie nichts kommen. Dass der syldawische König Muscar XII. Eine Anspielung auf Hergés eigenen König Leopold III. Von Belgien ist, wird hier zwar nicht übermäßig forciert, doch ein abwegiger Gedanke ist es nicht. An dieser Stelle muss man auch verstehen, dass König Ottokars Zepter in seiner Gesamtheit natürlich ein anti-imperialistisches Statement ist, ein Statement, das sich gegen den deutschen Nationalsozialismus und dessen Expansionskurs richtet. Doch diese Kritik wurzelt nicht in einer linken oder sozialistischen Gesinnung. Das Fundament ist hier Hergés royalistischer Patriotismus. Das häufig gezeigte Motto unter dem syldawischen Wappen lautet Ebenek Eblawek, was in der bereits erwähnten Syldavien-Broschüre mit Wie du mir, so ich dir übersetzt wird.
Hier bediente sich Hergé allerdings nicht bei slawischen Sprachen. Das gesamte Syldawisch, das in der Handlung teilweise in ganzen Sätzen auftaucht, ist von dem Brüsseler Dialekt Marolien beeinflusst, das Hergé von seiner Großmutter gelernt hatte. Er hatte diese brabantische Sprache schon im Arumbaya-Fetisch für die fiktive Sprache der Arumbayas verwendet. So ist das Wappenmotto in Wirklichkeit eine Verballhornung des Satzes »Hier bin ich und hier bleibe ich«. König Ottokars Zepter ist außerordentlich detailreich und diese Videoepisode würde vermutlich 3 Stunden dauern, wenn ich auf alle interessanten Querverweise eingehen würde. Und da empfiehlt es sich doch eher, selbst auf Entdeckungsreise zu gehen, anstelle sich alles von mir vorsagen zu lassen. Und obwohl die Anspielungen auf Deutschland in diesem Band deutlich sind, muss man König Ottokars Zepter nicht unbedingt so lesen. Für Hergé mochte Syldawien für Belgien stehen und Bordurien für Deutschland, insbesondere angesichts des politischen Treibens eines Léon de Grelle, von dem Hergé in den späten 30ern vermutlich nur noch angewidert war. Doch Bordurien eignet sich als Platzhalter für alle Regime, die andere Staaten infiltrieren, sie von innen zu zerfressen versuchen, mit dem letztendlichen Ziel einer Okkupation. Das wird dann in der Nachkriegszeit deutlich, als Hergé Bordurien erneut ins Spiel bringt, doch diesmal zeichnen sich deutliche Ähnlichkeiten mit der DDR und der Sowjetunion in den Zeiten des Kalten Krieges ab. Die Rolle von Schulze und Schulze ist auch in dieser Geschichte stark vergrößert. Die beiden tollpatschigen Detektive haben an dieser Stelle ausschließlich eine freundschaftliche Beziehung zu Tintin. Die Zeiten, als sie ihn in jedem Band verdächtigt haben und zu verhaften versuchten, sind hier endgültig vorbei. Stattdessen bildet sich hier zunehmend der Nukleus der zukünftigen Tintin-Familie ab. In König Ottokars Zepter sind die Schulzes übrigens exzellent gezeichnet. Sie haben einige aufsehenerregende Auftritte und ich fand hier immer die Dynamik in ihren Bewegungen sehr amüsant, doch zugleich auch klasse umgesetzt. Wie bereits gesagt, hat in diesem Band die große Diva Bianca Castafiore ihren ersten Auftritt. An dieser Stelle noch ohne ihre Zofe Luise, doch dafür schon mit dem Klaviermeister Igor Wagner, wenn auch dessen Name hier an dieser Stelle noch nicht fällt. Ohnehin ist der Auftritt der Castafiore vorerst noch sehr kurz, nur einige Paneele. Es wird deutlich, dass an dieser Stelle Hergé lediglich einen originellen Gag platziert hatte. Er fand die Idee amüsant und sichtlich unerwartet, dass Tintin, der sich auf der Flucht durch Osteuropa befindet, Zuflucht in einer Limousine einer Opernsängerin findet, die unterwegs zu einem Auftritt ist. Das ist extrem einfallsreich, denn es ist nicht etwas, womit man als Leser rechnen würde. Doch Hergés hervorragender Sinn für Humor hielt ihn stets dazu an, auf eine unerwartete Situation immer noch eins draufzusetzen und den Gag um eine weitere Runde zu verlängern. So zieht es Tintin nach einer Weile vor, sich draußen auf der Straße der Gefahr durch seine Verfolger auszusetzen, statt noch länger dem Gesang der Castafiore zuzuhören. An dieser Stelle fällt mir diese Anekdote ein, die Michael Farr, der große Chronist von Tim und Struppi, erzählt hatte. Ende 70er, als Hergé noch lebte, hatte Michael Farr Kontakt zu ihm gesucht und wollte ihn für eine Zeitschrift interviewen. Zu seiner Überraschung hat der Herr Remy kurzerhand zugesagt und sie hatten sich in einem Café in Brüssel getroffen. Michael Farr wusste nicht, was ihn erwarten würde und war damals als junger Mann und gleichzeitiger Fan von Tim und Struppi sehr eingeschüchtert. Doch Hergé zeigte sich sehr herzlich und wollte die ganze Zeit über Pink Floyd mit ihm reden. Er hatte damals Dark Side of the Moon entdeckt und war gänzlich begeistert. Der Grund, weshalb sich Hergé entschied, ausgerechnet Bianca Castafiore zu einer wiederkehrenden Figur des Tintin-Universums zu machen, ist möglicherweise vielschichtig. Eine Rolle spielte sicher eine Begebenheit zwischen ihm und Edgar Pierre Jacobs. Jacobs war ein Opernfan und hatte einmal Hergé überredet, mit ihm in eine Aufführung zu gehen. Hergé, der deutlich mehr dem Jazz zugeneigt war, fand es nur qualvoll und so konnte er sich den Spaß nicht nehmen lassen, Jacobs über den Umweg der Castafiore ein wenig aufzuziehen. Hinzu kam wohl, dass eine Opernsängerin dazu neigte, um die ganze Welt zu reisen und dort Auftritte zu haben. Das erlaubte Hergé, sie relativ spontan irgendwo auftauchen zu lassen, wo er sie brauchte, um die Handlung einer Geschichte voranzutreiben, ohne dass dies allzu erzwungen anmutete. Die andere Figur, die in diesem Band vorgestellt wird und eine Rückkehr in einem späteren Band erfahren würde, ist der schurkische Oberst Boris, der seinen König zugunsten der Borduren verrät. Er sollte viele Jahre später einen unerwarteten Auftritt haben, in dem epochalen Band Schritte auf dem Mond. Und wie wird das Rätsel um die Verhaltensveränderung von Professor Janus geklärt? Nun, diese Seite des Petit Vingtième sagt darüber alles aus.
Hergés Vater war auch ein eineiger Zwilling und so war das ein Thema, das den Zeichner vermutlich manchmal beschäftigte. Im Mai 1939 ziehen Georges und Germain um in ein Haus in der Avenue de l'Eure in Boisfort, einem Vorort von Brüssel. Dies war kein allzu nobles Viertel, doch eins, das sich seit einigen Jahren bei der Mittelschicht wachsender Beliebtheit erfreute, insbesondere seit es regelmäßige Züge nach Brüssel gab. Für Hergé bot der Auszug aus der Hauptstadt die Möglichkeit, sich ein größeres Haus zu leisten. Für seine Freunde hatte er hierzu diese drollige Zeichnung angefertigt, um ihnen seine neue Adresse und Telefonnummer mitzuteilen. Hergé wandte sich diesbezüglich auch an Charles Lesen vom Casterman Verlag, denn der Umzug und das Haus hatten ein Loch in seinen Finanzhaushalt gerissen. Er wollte eine aktuelle Aufstellung seiner Tantieme haben. Philippe Godin schreibt in Die Kunst von Hergé, dass die genannte Summe hinter seinen Erwartungen zurückblieb. Ich werfe Hergé nicht vor, dass er nur wenige Monate vor dem Kriegsausbruch bemüht war, eine Art Normalität zu leben, anstelle seine Koffer zu packen. Ironischerweise wurde für Hergé das Packen von Koffern deutlich relevanter, als der Krieg dann zu Ende ging. Aber dazu kommen wir noch. Man muss auch bedenken, dass König Leopold vor dem Kriegsausbruch stets betont hatte, Belgien werde in dem europäischen Kräftemessen neutral bleiben und sich nirgendwo einmischen. Hergé war in vielerlei Hinsicht einfach nur ein schlichter Bürger von Brüssel. Er war nun kein Intellektueller in einem philosophischen oder sozialpolitischen Sinne. Ich denke, ungeachtet eines gewissen Bedrohungsszenarios, das sich vor allem durch Zeitungsschlagzeilen und ein wenig durch den aufkommenden Rundfunk vermittelte, glaubten die meisten Belgier vermutlich, dass die Gräuel des Krieges, ähnlich wie bei der Schweiz, um sie herumfließen würden. Die zwischen August 38 und August 39 in Le Petit Vingtième veröffentlichte Geschichte begann noch im Mai 39, während Hergé gerade im Umzugsstress war, im französischen Cœur Vaillant zu erscheinen. Im selben Jahr plante Casterman die gewohnte Zusammenstellung der Zweiseiter zu einem Gesamtband. Hergé zeichnete auch wieder die farbigen Zusatzseiten. Es soll zu Charles Lesne, seinem Herausgeber bei Casterman, noch gesagt haben, er müsse sich diesmal mit der Fertigstellung beeilen, wenn die Auslieferung der Bände noch klappen soll. Dies mochte ironisch und nicht ganz ernst gemeint sein, doch irgendwie spürte damals jeder, dass für Belgien und Frankreich bald der Vorhang fallen würde. König Ottokars Zepter ist eines der letzten Tim und Struppi-Bände, die noch eine mehrstufige Veröffentlichungsgeschichte haben. Also zuerst schwarz-weiß erschienen sind und dann nachträglich koloriert und auf die berühmten 62 Seiten gekürzt oder verkleinert wurden. Dies würde nur noch einmal stattfinden mit der darauffolgenden Geschichte, Die Krabbe mit den goldenen Scheren. Doch bereits die übernächste, Der geheimnisvolle Stern, sollte der erste Tim und Struppi-Band sein, den Hergé zwar für die Wochenausgaben noch schwarz-weiß zeichnete, für Casterman aber von vornherein direkt in Farbe übertrug. Vor der Veröffentlichung durch Casterman wurde dann der Titel der Geschichte auf König Ottokars Zepter geändert. Dies war auch der erste Tintin-Band, bei dem auf dem Einband das Wort Reporter weggelassen wurde. Hergé hatte darauf bestanden, diese Ära war für ihn endgültig vorbei. 8 Jahre später, also 1947, entstand dann die zweite Version in Farbe. Hergé hatte damals zur Entlastung seines Arbeitspensums den später berühmten Edgar Pierre Jacobs, den Erschaffer von Blake and Mortimer, ins Boot geholt. Die Neuausgabe stellt, dank Jacobs kreativem Enthusiasmus, eine tolle Aufwertung der Geschichte dar. Und obwohl es schwer ist, den Umfang eines zweiten Zeichners bei solcher Arbeit abzuschätzen, scheint es doch, als ob Jacobs durchaus eine Menge neuer Grafiken angefertigt hatte. Die ohnehin sehr detailreiche Story erhielt durch Jacobs noch einige weitere Besonderheiten, die man bei der Lektüre entdecken kann. So sieht man Tintin auf der Seite 9 nachdenklich durch Brüssel schlendern, nur unweit jener Stelle, wo Hergé einige Jahre später das Studio Hergé eröffnete. Und auf der Seite 13 sieht man ebenfalls ein tolles Beispiel von der Brüsseler Architektur der 30er Jahre. Und hier in der Schatzkammer im Schloss Kropov kann man gut sehen, wie Jacobs die Architektur erweiterte und den Bildern zusätzliche räumliche Tiefe verlieh. Hergé war bei der Erstellung der ursprünglichen Version von Les Sêtres d'Ottokar massiv mit Arbeit überlastet und so entdeckt man in den schwarz-weißen Erstversionen immer wieder mal gewisse Vereinfachungen und den Mangel an Hintergrunddetail, letztendlich geschuldet einem ständigen Abgabestress, dem er damals für Jahre unterworfen war.
Jacobs sorgte insbesondere für eine stärkere Balkanisierung der Uniformen und vertiefte noch den osteuropäischen Einschlag der soldawischen Landschaft. In der berühmten Thronsaalszene erschuf Edgar Pierre Jacobs ein ganzes Bouquet aus Cameos, von denen viele gar nicht so sehr für die Leser gedacht waren, sondern nur einen Insiderspaß zwischen Hergé und Jacobs darstellten. So verkörpert dieser Herr hier Edouard Kneppe-Links, einen Geschäftsmann, der mit Hergé befreundet war. Und hier können wir Jacques Van Melkebeke sehen, der später im Studio Hergé arbeitete und ein enger Freund von Hergé war. Und hier, mit scharfem Profil, ist der Maler Marcel Stobert, ebenfalls aus dem Freundeskreis von Hergé. Edgar P. Jacobs hatte sich selbst auch in der Gruppe verewigt. Und weiter rechts findet man Paul Remy, Hergés Bruder. Paul Remy stellte übrigens ganz am Anfang, als Hergé Tintin erfand, eine gewisse visuelle Inspiration dar, insbesondere als Hergé den Kopf von Tintin entwickelte. Hier kann man ein wenig erkennen, weshalb. Und daneben sehen wir Germain und Hergé selbst. Jacobs und Hergé haben sich noch auf einem einzelnen Bild verewigt, in lässigen Husarenuniformen. Natürlich könnte man sich an dieser Stelle in der Kritik abarbeiten, dass Hergé und Jacobs hier in ihren royalistischen Fantasien schwelgen. Doch das wäre sichtlich übertrieben und kleinkariert. Das hier ist einfach ein herrlicher Spaß, den die Künstler sich da gönnen, beinahe wie ein Maskenball, an dem sie teilnehmen. Man muss es mit der politischen Korrektheit nicht übertreiben. Man kann übrigens Jacobs, Melkebeke und Hergé auf diesem gut gelaunten Gruppenfoto sehen. Auffällig ist bei diesem Band auch die Entwicklung der Titelseite. Ich glaube, dass König Ottokars Zepter eine größere Titelseitenevolution hatte als alle anderen Bände. In der ersten schwarz-weißen Auflage hatte man sich sehr selbstbewusst gegeben und tatsächlich nur das Emblem von Soldawien auf die Vorderseite und den Frontspitz gesetzt. Das war schon sehr mutig, hatte aber richtig Stil. Der gesamte Band wirkte sehr edel. Doch schon kurz darauf, noch mit der Schwarz-Weiß-Ausgabe, entschied man sich für das Motiv mit den Palastwachen und einem nachdenklichen Tintin, der durch das Tor kommt. Dieses Thema wurde mit der Jacobs-Version weiterentwickelt. Gerade hier kann man sehen, dass Jacobs die eher britisch anmutenden Palastwachen mit deutlich balkanisierten Kostümen versah und Tintin schlendert nicht mehr, sondern erhält seine berühmte draufgängerische Gangart. Doch eine gewisse Nachdenklichkeit und Verwunderung ist in seinen Gesichtszügen geblieben. Und es ist wie immer amüsant, hier von Gesichtszügen zu sprechen, denn Hergé vermochte all diese Emotionen mit drei Punkten und zwei kleinen Strichen herzustellen. Und das ist ein wesentlicher Aspekt seiner künstlerischen Genialität. Wie es schon Tradition ist, benenne ich mal hier meine drei Lieblingspaneele in dieser Geschichte. Das erste Bild markiert hervorragend die Zusammenarbeit zwischen Hergé und Edgar Pierre Jacobs. Auf Seite 13 ist das bereits erwähnte Bild mit Tim, den Schulzes und Struppi auf einem wuchtigen Motorrad, das sie sich inmitten der Verfolgungsjagd unter den Nagel gerissen haben. Im Hintergrund sehen wir ein Stück echtes Brüssel jener Zeit. Das Bild ist einfach grandios und ein tolles Vermächtnis der Zusammenarbeit zwischen Hergé und Jacobs, diesen beiden Ausnahmetalenten. Auf der Seite 51 sehen wir eine seltene Zeichnung bei Hergé. Tim und Struppi als nächtliche Silhouetten. Tolle Atmosphäre und eben auch uncharakteristisch finster. Man spürt hier förmlich, dass es für Tim nun wirklich ernst geworden ist, denn er steht ganz allein gegen ein ganzes Land, gegen Bordurien. Das Bild erinnert ein wenig an The Dark Knight Returns von Frank Miller. Und schließlich diese tolle Zeichnung. Tim kapert hinter der Grenze eine bordurische Stucker und versucht damit zurück nach Klof zu fliegen, um König Muska zu warnen. Er gerät in das Sperrfeuer der Flakgeschütze. Ich gebe hier gerne 5 volle Sterne. König Ottokars Zepter ist eine sehr spannende Geschichte. Die Handlung ist geradezu rasant, wie man es bei Tintin erwartet. Doch die Qualität der überraschenden Wendungen und faszinierenden Expositionen hat sich hier nochmal verbessert.
Die Zeichnungen in diesem Band sind aufregend und setzen auch gerne mal auf große Leinwände und tiefe Perspektiven. Das ist insbesondere an der 47er Überarbeitung mit Edgar Jacobs spürbar. Da ist extrem viel Bewegung in den Bildern. Tintin mutet manchmal wie ein Vorläufer von Steve McQueen an. Natürlich gibt es hier ausreichend Humor, doch einige Paneele besitzen, ob beabsichtigt oder nicht, eine etwas düstere Note, die vermutlich den äußeren Umständen dieser Monate zuzuschreiben ist. Nicht so finster und bedrückend, wie der geheimnisvolle Stern es werden sollte, doch es fällt auf, dass Tintin hier häufiger als sonst sehr besorgt blickt. Auch erkennt man, dass König Ottokars Zepter ein weiteres heimliches Filetstück gewesen ist, aus dem Steven Spielberg und Peter Jackson sich bei ihrem Tintin-Film bedient haben. Ich fand ja diese Rosinenpickerei durchaus problematisch. Ohne dass ich jetzt den Film komplett verreißen würde, es ist ein Thema für sich mit vielen Pros und Kontras. Vielleicht mal etwas fürs Ende dieser Reihe. König Ottokars Zepter markiert in vielschichtiger Art und Weise das Ende einer Tim-und-Struppi-Ära. Zum einen ist es die letzte Geschichte, die einen starken politischen Kontext besitzt und somit auch entsprechende Kritik übt. Dieser Tonfall einer politischen Satire würde von jetzt an fehlen. Doch zugleich ist dies auch die letzte Geschichte, die Tintin als den einsamen Abenteurer darstellt, der in irgendwelchen Schurkenstaaten in den Kerker geworfen wird, während Struppi traurig vor dem Gefängnis sitzt und auf ein Wunder hofft. Tintin wird von nun an nie wieder allein sein, sondern inmitten einer neuartigen Patchwork-Familie existieren. Von nun an ist Tim kein investigativer Reporter mehr, der das Unrecht der Welt aufdeckt. Er wird mehr zu einer Art Adrenalin-Junkie. Doch König Ottokars Zepter markiert noch einen weiteren Übergang. Es scheint, als ob Hergé selbst an dieser Stelle langsam aufgehört hatte, ein junger Mann zu sein und nun mit 32 Jahren in die nächste Phase seines Lebens trat. Spürbar wird es angesichts dessen, dass Hergé später keinen Hehl daraus machte, dass in seinen jungen Jahren Tintin ein alter Ego von ihm war und er sich durch Tintin eine aufrichtige, entschlussfreudige Fantasie seiner selbst erschaffen konnte. In einer Weise, wie es ihm in seinem eigenen Leben nie vergönnt war, sei es durch äußere Umstände oder durch innere Wesenszüge, die ihn daran hinderten, so wie Tintin zu sein, so wie Albert Londres zu sein oder zumindest so wie sein Bruder Paul Remy zu sein. Doch von nun an sollte Tintin nicht mehr Hergés Identifikationsfigur sein. Im Alltag empfand Hergé diese Gestalt zunehmend als einen Schinder, der ihn mit der Peitsche in der Hand gängelte, damit Zeichnungen fertig wurden, damit Abgabetermine eingehalten wurden. Von nun an sollte Kapitän Haddock, der dünnhäutige, cholerische Alkoholiker, der fluchend und schimpfend durchs Leben geht, Hergés alter Ego sein. Innen gutherzig, doch nach außen vernarbt von einer Welt, die einfach nur ärgerlich war. Und das mag für viele von uns auch heute gelten. Insbesondere heute. Wir möchten alle wie Tintin sein. Doch die meiste Zeit fühlen wir uns vor der Übermacht einer demoralisierenden Welt wie Captain Haddock. Die Philosophie hat einen Ausdruck dafür. Sie nennt es Aporie. Und so mag es nicht verwundern, dass heute bei Umfragen nach der Popularität der Tim und Struppi Charaktere Tim selbst oft auf Platz 2 landet und den ersten Platz an Kapitän Haddock abtreten muss. Und darum wird es mehr in den kommenden Folgen gehen. Ich habe nun auch eine kleine Facebook-Gruppe erschaffen, die sich mit allen Themen rund um Hergé und Tintin beschäftigt. Meine eigenen Recherchen zu den jeweiligen Videos führen mich durch allerlei Artikel, Texte und Bildmaterial. Und ab einem gewissen Punkt dachte ich, dass es schade ist, wenn einige dieser interessanten Referenzen unerwähnt bleiben. Ich werde den Link unten im Beschreibungsfeld posten. Wer beitreten möchte, soll es gerne mal tun. Bis zum nächsten Mal.